Einen wunderschönen guten Tag und damit hallo und herzlich willkommen zurück in unserem Safari-Park in Jurassic World Evolution. Wir haben ja beim letzten Mal unser großes Pflanzenfressergehege gebaut und ihr seht schon, wie zahlreich die Dinosaurier hier auf der Ebene vertreten sind, wie sie am Grasen sind, wie sie am Rumschlendern sind. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Und ihr habt genau für diese wirklich etliche Namensvorschläge gemacht. Das sind ja insgesamt 25 Dinosaurier, wie ihr seht. Ich habe natürlich alle benannt nach euren Kommentaren. Ich kann leider jetzt nicht alle zeigen, das würde zu lange dauern. Aber ich würde sagen, ich blende mal eben ganz kurz alle Kommentare ein, die dann im Endeffekt die glücklichen Dinosaurier in meinem Gehege geworden sind. Und damit schweifen wir rüber zu unserem Fleischfressergehege, wo ja unsere zwei neuen Fleischfresser hier sich unter Bäumen verstecken. Das ist zweimal der Carcharodontosaurus. Diesmal war es, glaube ich, gar nicht so schlecht mit dem Aussprechen. Und die beiden haben auch jeweils einen Namen bekommen. Zum einen Scar und Chan. Sehr, sehr schöne Namen, wie ich finde. Herzlich willkommen in meinem Park. Und ihr habt mich netterweise in den Kommentaren auch noch auf einige Dinge aufmerksam gemacht. Unter anderem, dass dieser Futterspender falsch ist. Den tauschen wir dann gleich mal gegen den richtigen aus. Ich wollte hier nämlich einen Ziegenfutterspender bauen. Habe ich jetzt gemacht. Vielen, vielen Dank dafür auf jeden Fall. Und ich habe hier vergessen, ein Tor einzubauen in unser Pflanzenfressergehege. Das werde ich natürlich jetzt auch schnell nachholen eben. Ich denke mal, ich baue das einfach hier an die Seite. Stört es niemanden. So. Allerdings können wir, glaube ich, keinen richtigen Weg dahin machen, weil das würde hier nicht funktionieren mit der Einschienbahn und... Oh, guck mal, eine Ziege. Da dackelt sie rum. Es würde nicht funktionieren mit der Einschienbahn. Aber ich hoffe, der Jeep findet trotzdem seinen Weg dahin. Ich würde sagen, wir testen das jetzt erstmal aus, ob man wirklich noch mit einem Jeep dahin kommt. Das mache ich mal eben. So, Leute, ich bin jetzt fast da. Und ich hoffe, man kommt hier durchs Wasser, aber das sollte eigentlich kein Problem sein mit dem Jeep. Ah, seht ihr, das funktioniert einwandfrei. Und ich glaube, dann dürfte nichts mehr uns im Wege stehen, dass wir in unser Gehege kommen können. Das ist gerade die Ziege. Kann man die eigentlich betäuben? Warte mal, das probieren wir jetzt aus. Nicht weglaufen! Nein, kleine Ziege. Bleib hier. Ich glaube, die kann man nicht betäuben. Ist ja auch egal. So, fahren wir rein. Und ihr seht schon, hier sind die Gyrosphären fleißig immer rumrollen. Wir können ja mal hier durch die Strecke fahren mit dem Jeep. Das geht ein bisschen schneller. Und wie ihr seht, das klappt wirklich 1A hier mit den Dinosauriern im Dschungel. Also die werden wirklich hier reingelockt und laufen hier rum. Die Oloro Titans sieht man hier gerade. Ah ja, ja, ich glaube, ich habe den gerade erschreckt. Hier ist ein Para am Trinken. Das ist doch echt nice, wenn man hier lang fährt mit der Gyrosphäre, oder? Also gefällt mir sehr, sehr gut. Wir müssen hier einmal eben vorbei, einmal überholen. Dann kommt man hier runter. Und dann kommt man letztendlich hier nach oben über die Kuppe und erblickt dieses wunderschöne Bild hier. Können wir mal eben schnell ein Foto von machen. Eieiei. Was ist denn da passiert? Da ist eine Gyrosphäre gegen einen Brachiosaurus gefahren und er ist umgekippt, oder was? Ne, der legt sich jetzt schlafen. Okay. Ich glaube, der Brachiosaurus hat keine Lust, dass die Menschen da weiterkommen. Aber das muss für die wirklich ein schöner Anblick sein. Schaut mal. Wartet mal, ich mache mir eben einen Screenshot davon. So, das sieht man auch nicht alle Tage. Wirklich sehr, sehr interessant. Aber ich glaube, das stört die Besucher soweit gar nicht. Ist ja echt ein schöner und interessanter Anblick. Aber ich würde sagen, dann machen wir jetzt uns weiter an unser Bauwerk. Aber der... Eieiei. Das Gehege ist echt schön und belebt, oder, Leute? Da, jetzt steht er auf. Dann geht's hier gleich weiter. Ach, wir werden auch nochmal in Ruhe so eine schöne Rundfahrt machen mit der Gyrosphäre und dem Jeep hier. Wenn wir den Park soweit fertig haben, können wir jetzt nochmal von hier oben einmal runterblicken. Ah, es ist schon schön. Aber ich würde sagen, wir machen uns jetzt direkt wieder an die Arbeit. Und ich habe mal geguckt, wir haben echt nicht mehr viel Platz hier in unserem Park. Nämlich nur noch dieses Stück hier und hier dieses Stück. Und ich glaube, ich mache mich als nächstes hier hinten an diese, ja, diese runde Dingens. Ja, ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Ich werde da viel erstmal wieder ein bisschen vorbereiten mit dem Landschaftstool und dann bringe ich euch zurück und dann bauen wir gemeinsam da was Schönes hin.
So, meine Freunde, das Ganze ist soweit vorbereitet. Also ich möchte hier in dem Bereich jetzt ein Gehege bauen, und zwar für Velociraptoren. Und ich habe das nicht jetzt nicht auf das gleiche Höhenniveau gebracht wie hier, sondern etwas tiefer. Es muss ja auch ein bisschen Unterschied da sein. Wäre ja langweilig, wenn alles genau gleich wäre und mega glatt wäre. Aber ich denke mal, wir kriegen das schon hin, dass wir hier einen guten Übergang mit einem Weg oder so machen. Aber mal schauen, wir bauen jetzt erstmal in aller Ruhe das Gehege. Und diesmal werde ich bei der Planung definitiv nicht. Warte mal, ich muss mal eben überlegen. Ich werde definitiv nicht das Tor vergessen, weil das vergesse ich ja jedes Mal gefühlt. Und wir müssen mal schauen, wie groß wir überbauen müssen. Oh, ich würde sagen, wir fangen mal hier an dieser Verengung an. Genau, das soll eigentlich genau in dieser Kugel sein. Kann man ganz gut bauen. Ich will aber nicht ganz an den Rand bauen, weil dann hat man keine Möglichkeiten mehr. Wenn dann irgendwas ist, dann hat man da keinen Platz mehr, um da irgendwas auszugleichen oder so. Deswegen ein bisschen Abstand zum Rand will ich schon noch beibehalten. Aber natürlich auch nicht zu viel, weil ich will jetzt nicht, dass mega viel Platz verloren geht bei dem Gehege. Ja, wir schauen mal. Na, wie machen wir das denn hier am besten? Was so sagen? So. So. Hier hinten können wir ruhig relativ nah am Rand bauen. Das macht eigentlich keinen Unterschied. Sollte soweit passen. Muss ja im Endeffekt ja auch nicht perfekt rund und sowas sein. Also, das mache ich jetzt einfach nach Gefühl. Gut, das war jetzt ein bisschen doof hier, weil dann geht am Ende der Kreis nicht schön auf. So. Das sollte doch für einen Velociraptorengehege wirklich groß genug sein, oder? Was meint ihr? Also, ich denke schon. Und jetzt fangen wir an, bevor wir jetzt hier irgendwas weitermachen, setzen wir erstmal die grundlegenden Sachen ein. Sowas wie ein Tor zum Beispiel. Wobei, das Tor, setze ich das hier ein? Nee, das Tor kommt gleich tatsächlich anders rein. Da müssen wir mal schauen, wie wir das gleich regeln. Dann machen wir als allererstes mal eine. Die kommt auch anders rein. Wir müssen jetzt erstmal den zweiten Zaun so weit ziehen. Und da machen wir das wie folgt. Wir machen hier solche Elektrodinger hin. Machen die wieder mit einem Abstand auf jeden Fall. Ihr kennt das Spielchen ja schon. Und dann werden wir im Endeffekt wieder einen Doppelzaun ziehen. Auch mit Elektro natürlich bei Velociraptoren. Ne? Safety first und so. Und da werden wir das Ganze auch wieder so machen, dass wir hier überall so eine dicke Betonmauer machen. Aber an den Stellen, wo die Besucher dann gucken sollen, da kommen dann solche Zäune hin, dass die Besucher auch durchschauen können. Also ich denke, das ist eine ganz schöne Lösung. Das werde ich jetzt mal einmal rundum machen eben. So, es ist einmal rundum alles gebaut. Jetzt müssen wir gucken, dass wir Sachen wie eine Beobachtungsgalerie und sowas hier reinbekommen. Und natürlich ein Tor. Das werden wir hier auf jeden Fall rechts machen, beides. Ich würde sagen, wir setzen das jetzt erstmal mit einer schönen Position ein. Wie machen wir das denn am besten? Die Galerie würde ich gerne schon relativ weit hier am Rand machen. So ungefähr. Und das Tor dann daneben einfach. Mit ein bisschen Abstand vielleicht. Ah, nicht zu wenig Abstand. Man kann ja hier hinter noch langfahren. Deswegen habe ich auch Abstand gelassen vom Parkrand. Das wird uns definitiv helfen, denke ich. Und jetzt müssen wir hier das Ganze ein bisschen natürlich noch verkleiden. Dass es einigermaßen vernünftig ist hier mit dem Übergang. Wie machen wir das denn am besten eigentlich? Rein theoretisch würde ich gerne sogar. Ja, wir machen das mal eben. Wir machen auf jeden Fall ein Stück noch kurz hier betonmauermäßig. Wartet mal, wir können das ja auch vielleicht so machen. Aber wir können ja hier so ein Ding einsetzen. So. Und dann machen wir ab hier so. Dann haben wir noch ein kleines Stück Betonmauer neben der Galerie. So, das ist sehr schön. Ja, das passt soweit. Nur das hier gefällt mir jetzt hier nicht so ganz so gut. Das müsste irgendwo hier in der Mitte sein, dieses Trennerding. Wir müssen eben schauen, dass wir das Ganze hier etwas ändern. Machen wir einfach ungefähr mittig hier so ein Ding rein.
Dann sollten wir eigentlich ohne Probleme, genau. Ohne Probleme hier zeichnen können. Und dann können wir das hier auch nochmal schöner machen, dass der Balken dann auch übereinstimmt. Fängt natürlich jetzt an zu regnen und wird schön dunkel, aber das soll uns jetzt nicht weiter aufhalten. So, hier muss natürlich das Stück auch noch Elektrozaun werden, das kleine Stück hier. So, und dann sollte das passen, gefällt mir ganz gut. Auf der anderen Seite ist es dann so, da müssen wir das auch noch mit dem Doppelzaun jetzt regeln hier am Tor. Das ist ja auch mal eine kritische Sache, aber das kriegen wir, denke ich, schnell hin. Wir sind ja schon Meister. Allerdings werde ich hier kein Doppeltor machen, glaube ich. Nee, das ist mir, glaube ich, zu viel. Ich glaube, ich werde hier lediglich einfach so ein normales Tor drin lassen. Das soll uns jetzt nicht weiter stören. Allerdings müssen wir hier dann auch nochmal so ein Dingens einbauen, damit wir... Kann man das hier überhaupt machen? Nee, das kann man nicht zeichnen, ne? Ja, das Problem hatten wir beim letzten Mal nämlich auch schon, falls ihr euch erinnert. Jetzt können wir hier nicht rüberziehen. Doof. Ja, wie regeln wir das jetzt? Ich hätte das auch gerne gehabt wie hier, muss ich sagen. Aber funktioniert leider nicht. Puh, vielleicht lassen wir das Ding dann auch einfach hier weg. Dann sieht das so aus. Kann man auf jeden Fall machen, oder? Oh, vielleicht fällt mir da noch was Besseres ein, aber wir lassen es jetzt erstmal so. Und jetzt geht's wieder an die Wege, an die Gestaltung der Wege. Das wird wieder sehr interessant und sehr viel Fummelarbeit. Kann gut sein, dass ich hier was vorspule oder was rausschneide. Also, ihr kennt das Spiel ja. Na komm. So, immerhin ist das schlechte Wetter weg. Ist ja auch schon mal was. Fangen wir mal auf dieser Seite an. Ein bisschen mehr Abstand vielleicht. Ist ja auch nicht verkehrt, Abstand zu einem Raptorengehege zu halten. Also, von daher. So, das sieht ja ganz gut aus. Jetzt müssen wir gucken. Oh ja, das klappt. Das klappt sogar wunderbar. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Den Weg werden wir jetzt ein bisschen verbreitern noch. Das sollte eigentlich ganz einfach gehen. Den wir einfach so machen und dann ungefähr den gleichen Abstand in der Mitte haben. Oha. Okay, das will ich noch gar nicht. Irgendwie ist das hier aber nicht ganz ideal. Gleich. Vom Winkel her, aber das passt, denke ich. So. Ja, das passt. Jetzt müssen wir gucken, dass wir hier einen schönen Übergang kriegen. Das wird nochmal relativ schwierig, glaube ich, tatsächlich. Das wird auch wieder sehr viel Gefummel. Oh, guck mal an. Ich habe es jetzt echt mega nah dran da bekommen. Das werde ich auf der anderen Seite wahrscheinlich gar nicht hinkriegen, weil hier ist hier schon verbaut. Aber wir gucken mal. Wir lassen es erstmal so. Sieht ja jetzt erstmal ganz nice aus. Hier in der Mitte füllen wir den Weg auch noch aus. Aber da müsst ihr jetzt nicht unbedingt dabei sein. Ihr seht ja, das ist echt Fummelarbeit. Und wenn dann was übersteht, dann muss das auch entfernt werden. Soweit habe ich den Weg fertig erstmal. Jetzt müssen wir auf der anderen Seite noch ein bisschen hier rumwursteln. Das wird wahrscheinlich noch schwieriger, weil diese Seite ist echt immer die schwierige Seite bei den Beobachtungsgalerien. Die Erfahrung habe ich schon machen dürfen. Beziehungsweise müssen. Aber ihr könnt ja mal gucken, das ist echt... Seht ihr das? Hier ist ja noch lange nicht die Beobachtungsgalerie. Aber die Hitbox sozusagen ist echt riesig davon. Das ist echt nicht einfach. Wir gucken mal, dass wir so nah ran wie möglich gehen. Wir könnten gucken, vielleicht können wir, wenn wir den Winkel noch etwas verändern, ein bisschen mehr Platz rausholen. Nee, das wird nichts. Das heißt, wir müssen jetzt so nah rangehen, wie es geht. So ungefähr. Und dann müssen wir mal schauen, dass wir hier einen guten Abschluss bekommen. Vielleicht... Wie machen wir das? Machen wir am besten so. Entfernen dann mal eben das Stück hier hinten. Sieht irgendwie komisch aus. Ich weiß nicht. Aber wir gucken mal, was wir daraus zaubern können. Vielleicht können wir hier das so ein bisschen abrunden. Ja. Das könnte funktionieren. Und dann hier auch so ein bisschen abgerundet den Weg wegführen. So in etwa. Oh, könnte klappen. Letztendlich ist der Weg jetzt erstmal so geworden ungefähr. Und dann möchte ich hier gerne so ein paar Restaurants und andere schicke Sachen noch wieder unterbringen.
Wir gucken mal eben, was sich da anbietet. Also so ein Souvenirladen ist immer nice. Der ist recht klein. Sieht immer gut aus. Aber wir gucken erstmal, was wir noch so haben. Also ich will auf jeden Fall ein Restaurant haben. Da bin ich hier falsch. Ein Restaurant. Das machen wir mal. Am besten machen wir das Restaurant in die Mitte gleich. Dann machen wir mal ganz rechts eine Bar. So, machen wir hier eine Bar hin. Schön an den Rand. Genau. Dann machen wir daneben das Restaurant. So nah wie es geht. Und daneben kommt dann noch irgendwas anderes. Vielleicht etwas, was abgerundet ist. Oh, hier, das würde sogar schon passen. Das Fossiliengebiet. Und ja, das sieht ganz gut aus. Ich überlege gerade, ob ich das Ganze jetzt nicht noch den Weg hier ein bisschen näher ran verlege. Ich glaube, das würde nämlich besser aussehen, weil einen vierten Laden kriege ich hier nicht mehr hin. Ich probiere da mal eben noch mal ein bisschen was aus und dann bringe ich euch zurück. So, ich habe das Ganze jetzt mal so gestaltet. Und jetzt möchte ich gerne, dass wir hier das Ganze etwas wieder erhöhen hier hinter. Na, wie es geht. Genau, das soll jetzt hier alles wieder auf das normale Level erhoben werden. Sehr gut. Dann haben wir es nämlich hier, dass das hier so runter geht. Seht ihr das? Das finde ich ganz cool. Und jetzt müssen wir hier noch einen schönen Übergang schaffen gleich. Wird tatsächlich nochmal wieder ein bisschen schwieriger. Schön glatter Übergang muss das sein. So, das hier muss erstmal wieder runter auf jeden Fall. Hier geht es auch schon schräg hoch ein bisschen, sehe ich. Sind wir ein bisschen zu nah an den Rand gekommen. Das müssen wir gleich nochmal ändern. Aber wir machen jetzt erstmal hier so einen etwas glattereren Übergang. Der Weg auch schön begehbar ist. Und angenehm ist. Na, ich denke, das könnte schon passen, ne? Ist jetzt nicht zu schräg. Boah, das geht klar, oder? Also da kann man auf jeden Fall gut drauf laufen. Kann man hier so runterlaufen, perfekt. Und hier werde ich gleich nochmal ein bisschen was entfernen oder so, denke ich mal, weil den Weg werde ich da nicht ein bisschen. Also ich kann da wahrscheinlich das Gelände nicht weiter absenken, denke ich mal. Ne. Oh, jetzt habe ich hier was wieder blöd gemacht. Nicht gut. Hätten wir nochmal eben. So, perfekt. Und dann machen wir hinter auf jeden Fall schon mal Wald. Ja, nicht entfernen. Wir wollen Wald zeichnen. Mensch, es regnet aber häufig heute. Aber mehr geht hier leider nicht. Das ist ja schon mal ein Anfang auf jeden Fall. Hier machen wir auch Wald auf der Seite. So. Ich glaube, wir müssen den Weg gar nicht mehr ändern da, oder? Ich schau mal eben. Vielleicht kriege ich das ja hier noch ein bisschen am Rand weg. Und dann können wir eventuell den Übergang etwas anders machen. Einfach so. Und dann passt das schon ein bisschen besser. Seht ihr. Ging ja jetzt schnell auszugleichen. Also alles easy. Wir zeichnen hier auch mal so viele Bäume, wie noch geht. Und jetzt haben wir hier so eine eigene kleine stille Ecke geschaffen. Finde ich eigentlich ganz cool. Also das sieht man von hier gar nicht, wenn man hier guckt. Hier ist nur so ein Weg runter. Da kann man dann runterlaufen, hat dann hier eine Beobachtungsstation und so weiter. Und dann da unten drei Restaurants und sowas. Und jetzt müssen wir schauen, was wir noch hier oben alles so hinmachen wollen. Ich habe tatsächlich noch eine Idee, aber ich weiß nicht, ob der Platz dafür ausreicht. Können wir eben gucken. Hier auf jeden Fall erstmal Bäume vor. Soll ja schön versteckt sein, der Industriebereich. Ist aber auch nur eine dünne Schicht, weil wir haben echt wenig Platz jetzt für das, was wir noch alles vorhaben. Ich würde gerne in diesem Bereich hier noch, wenn wir es hinkriegen, einmal das Wissenschaftszentrum und einmal das Sicherheitszentrum bauen. Aber das wird, glaube ich, ganz schön knapp. Eieiei, das wird wirklich knapp. Ich habe mich dann doch nochmal umentschieden hier mit der Platzierung der beiden Gebäude. Ich wollte dann doch hier diese Abgrenzung mit Bäumen haben. Und habe mir jetzt überlegt, wir machen die einfach hier nebeneinander, dann passt das. Und dann verbinden wir hier einfach den Weg einmal hier quer drüber. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Ungefähr im gleichen Abstand. Ich habe gar nicht ganz gerade gebaut, sieht man gerade ganz gut. Ah, lassen wir das so. Ne, wir platzieren das zweite Gebäude nochmal eben neu. Das sollte ja recht fix gehen hier. Welches ist das? Das hier.
Jetzt haben wir auch die Straße, an der wir uns orientieren können. Gucken, ob das vom Winkel gut klappt. Ihr seht schon, das ist hier ganz, ganz schlimm. Viel besser habe ich es leider nicht hinbekommen. Aber das soll soweit passen, denke ich mal. Wie handhaben wir das denn hier jetzt am besten? Ich würde fast sagen, dass wir das... Wir machen einfach so. Warte mal, ich habe eine Idee. Wir machen... Meine Güte, das regnet jetzt aber wirklich alle 2 Sekunden gefühlt. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich mir immer zu viel Zeit lasse. Könnte sein. Aber ist es bestimmt nicht. Wieso ist denn das jetzt so doof? Wartet mal. Das kann ja auch nicht sein. Ich wollte eigentlich so eine schöne Kurve hinbauen, aber dann wird der Weg ganz doof, ne? Das sieht ja auch nicht aus. Ne, das funktioniert so nicht. Dann machen wir so. Und runden das Ganze ab. Perfekt. So machen wir es jetzt auf der anderen Seite auch, würde ich sagen. Wie haben wir das gemacht? Wir hatten einmal hier. So. Da können wir, glaube ich, einfach schon... Ne, nicht ganz. Warte, schade. Wäre auch zu einfach gewesen. Machen wir halt so. Und der Winkel hier ist auch nicht ganz gleich, irgendwie gefühlt. Boah, das passt soweit. Da bin ich auf jeden Fall mit zufrieden. Mit das andere nochmal eben ändern, das kann auch nochmal weg. So, wunderschön. So habe ich mir das vorgestellt. So. Dann machen wir als nächstes. Diesen Weg führen wir auf jeden Fall weiter. Der soll dann im Endeffekt hier auf unseren Hauptweg stoßen. Der Hauptweg, der geht... Ah, wie machen wir den? Der geht auf jeden Fall so im geschwungenen Bogen weiter. Ungefähr so. Und dann wird der andere Weg kommen. Der wird dann irgendwann auf diesen Weg stoßen. Machen wir einfach mal so. Und dann kommt von hier ein Weg ab, der dann im Endeffekt so macht. Das passt doch soweit. Krankheit ist ausgebrochen. Da kümmern wir uns schnell drum. So, wen hat's erwischt? Kollegen. Hier ist nicht krank. Hier ist auch nicht krank. Wenn ich einen großen Pflanzenfresser gehe. Hä? Ah, ich habe den falschen Dings genommen, ne? Kann das sein? Ich schau mal eben mit der anderen Übersicht. Ja, doch. In dem Gehege ganz versteckt. Ein Parasaurolophus. Im Dschungel ist krank geworden. Ja, schicken wir ihn mal eben hin. Bauen jetzt aber weiter. So, da waren wir stehen geblieben. Hier können wir jetzt nämlich auch mit einem Zaun arbeiten. Das müsste eigentlich ganz gut funktionieren. Perfekt. Und dann haben wir hier unser Sicherheitszentrum und Wissenschaftszentrum. Da können dann die Besucher auch nochmal vorbeischauen. Bäume werden wir nicht mehr hinkriegen, aber ein paar Büsche immerhin. Und ja, hier können wir auch schön bewallen. Das Ganze. Der Weg wird dann hier weiterführen, logischerweise. Der wird aber immer enger werden. Das wird jetzt hier kritisch mit dem enger werden. Wie es aussieht. Viel enger werden kann ich nicht, weil dann geht der... Rastet der ein, seht ihr das? So, aber die Wegbreite ist ja auch gut, ne? Also hier unten ist er ein bisschen breiter, wird dann immer enger. Das passt, denke ich. Und wo der dann letztendlich hinführt, das müssen wir uns gleich überlegen. Rein theoretisch bräuchten wir hier in diesem Gebiet definitiv wieder ein Hotel. Die anderen Hotels sind da, da und da. Ganz in der Ferne. Also wir bräuchten eigentlich irgendwo hier hinten... Wieder ein schickes Hotel. Wo könnten wir das denn hinbauen? Wir könnten eigentlich hier nochmal so einen kleinen See hinmachen oder sowas, wo da ein schönes Hotel ist und ja, vielleicht nochmal so ein paar Fressbuden und sowas. Also ich denke, das würde den Besuchern gut gefallen. Wir glätten mal eben erstmal hier das Gebiet. So, wunderbar. Das ging jetzt recht fix. Machen dann oben nochmal ein paar Bäumchen weg.
Eventuell können wir dann wirklich. Könnten es rein theoretisch so machen. Wartet mal. Schon eine Idee, wie wir das hier gegebenenfalls handhaben können. Könnten rein theoretisch hier oben direkt so parallel zu den Dingern da unten Geschäfte machen. Vielleicht sollten wir nicht mit dem anfangen. Wir sollten mit dem anfangen, was wir ganz hinten haben wollen. Dann mache ich mal. Was machen wir denn da hin? Ne, der passt schon mal gar nicht. Aber wir machen mal. Der passt auch nicht vom Gebäude her. Machen wir mal die Bar. Jo, die passt super. Die hat nämlich den Knick in die andere Richtung. Wir ziehen am besten erst die Wege, ne? Warte mal. Machen wir mal eben. Erstmal so. Dann fangen wir mal an. Mal gucken, ob wir die Dinger noch alle unterkriegen, die wir gerne hätten. Also fängt schon an. Ja, das könnte aber klappen. So. Machen wir hier ein Fossiliengebiet hin. Ist auch recht klein. Dann ein normales Fastfood-Restaurant vielleicht. Kriegen wir noch zwei weitere unter. Das wäre super. Schauen wir mal. Noch eine Spielhalle. Aber die ist sogar ein bisschen zu klein. Da können wir sogar was Größeres nehmen. Vielleicht könnten wir noch einen Souvenirladen nehmen. Oh, das passt perfekt. Ja, wunderbar. Sehr schön. Dann können wir hinten auch den Knick noch etwas ändern. So. Das wäre eigentlich schön, wenn wir auf so eine Zweiwegdicke übergehen würden, irgendwie, mit einem glatten Übergang. Dann haben wir es nicht mehr ganz so anstrengend. Wird aber wahrscheinlich etwas schwieriger werden, oder? Das vernünftig hinzukriegen. So. Ja, das wird knifflig. Passt aber, oder? Ja, das geht klar. Bitte, Leute. Jetzt können wir nämlich von unserem anderen Weg gleich normal weiterarbeiten mit dem Weg. Das Hotel platzieren wir als nächstes am besten. Und das wollte ich irgendwo hierhin machen. So, platzieren wir das mal. Und das wird dann recht ähnlich wie bei uns am Eingang hier. Dann werde ich hier Wasser hinmachen. Denke ich mal. Und dann machen wir da einen schönen See hin. Sieht sicherlich nice aus. So. Vielleicht könnten wir den sogar hier noch als Fluss weiterführen lassen mit dem Weg nachher, so in diese Richtung. Das ist, glaube ich, eine sehr gute Idee. Machen wir mal hier schon mal Bäume hin. Wie das Ganze dann im Endeffekt aussieht, bin ich sehr gespannt. Was ich noch vergessen habe tatsächlich, ist, dass wir die Dingensbahn hier noch rüberbringen müssen, irgendwie. Die Einschienenbahn. Das habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt. Aber ich denke, ihr seht schon, in welche Richtung hier sich das Ganze entwickeln soll. Also, es soll dann wieder im Endeffekt so aussehen. Hier hinter können wir auch noch ein paar Bäumchen wieder machen, natürlich. So. Genau, dann hat man hier wieder so ein schönes Hotel mit einem See und so weiter. Dann führt hier eventuell der Fluss noch etwas dünner mit dem Weg entlang. Und dann kann man hier rechts noch in so eine Sicherheitswissenschaftsabteilung gehen und dann hier runter. Und da hat man dann auch nochmal einen Bereich, wo man dann zum Raptorengehege kommt. Finde ich optisch ganz cool mit diesem Höhenunterschied. Seht ihr das? Sieht ganz nice aus, oder? Guck mal. Ja, das könnte wirklich gut werden. Werden wir auf jeden Fall beim nächsten Video weitermachen, Leute. Ich hoffe,
Das Ganze hat euch gefallen und ich hoffe, ihr seht, was ich vorhabe. Also es sieht auch schon. Also ich finde, es sieht echt cool aus. Ihr könnt ja mal eure Meinung dazu, zu den Ideen hier, in die Kommentare schreiben auf jeden Fall. Würde mich sehr interessieren. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like oder einen netten Kommentar freuen. Falls ihr nichts mehr verpassen wollt, dürft ihr gerne kostenlos abonnieren. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein, macht's gut. Euer Dandy.